Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Stopp! Du Hasenfuß! Hier ist ein Mitglied von Athiab. So ist es! Hörst du? Eine seltsame kleine Scherbe. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Was kann das sein? Ich schaff's doch nicht! Genug davon geredet! Yeah.
Da, ein Mitglied von Al-Diyab. Dem sollte ich nachgehen. Noch eine Scherbe. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Khul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El Abbasiya und El Kach. Ich breche bald nach Ashargir auf. Und ich schließe mich Rifka in El Kach an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank. Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Willkommen, willkommen.
Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Das ist mein Angebot. Sonst noch was? Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Sieh dich um. Genug gesehen. Ich danke für eure Hilfe. Bis bald.